Hallo Fans und Freunde der Vienna. Herrlich. Seid ihr auch schon in Frühlingsstimmung? Also ich kann euch sagen, dieses Frühjahr habe ich schon genug gefroren. danke euch recht herzlich für positives Feedback für das Michael Zeschka Interview. Ich arbeite schon an neuen Beiträgen und habe auch neue Ideen für den Kammern Vienna Kanal. Ja, ihr wisst abonniert den Kanal. Like die Videos, wenn sie euch gefallen, und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch die Videos teilt. Nach dieser Horrorwoche, mir ist die Festplatte runtergefallen. Total Schaden, alle Fotos, alle Videos weg. Freue ich mich schon auf ein gemütliches Heimspiel unserer Vienna. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich. Ah ja, heute ist ja auch Fan-Fotobuch-Fotoshooting. Bin schon gespannt, wer alle kommt, und freue mich, glaube ich, schon aufs erste Bier. Also, bis gleich, Kammern Vienna. Liebe Wiener Fans, war das Spiel gegen Helfert 3:0 gewonnen, aber ein unerwartet schweres Match für unsere Kampfmannschaft. 560 Zuschauer waren dabei, also von wegen fünfte Liga-Flaute. Ja, und das Dach, der Ausbau schreitet zügig voran, an die Form müssen wir uns erst gewöhnen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich schon, wenn wir uns zahlreich auf der Tribüne wiedersehen werden. Das nächste Spiel ist gegen den LAC, da kann ich leider nicht dabei sein, am Sonntag muss ich arbeiten, aber das nächste Heimspiel, das ist gegen den ASV, und da werde ich wieder vor Ort sein und Videos machen für Kammern Vienna und wieder Fotos machen für unser Fotofanbuchprojekt. Bitte meldet euch recht zahlreich bei mir, damit das ein richtig großes Fanbuch wird. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns zahlreich wiedersehen werden auf der Hohen Warte. Feuern wir gemeinsam unsere Mannschaft an und feiern eine Vienna-Party. Wir sehen uns. Kammern Vienna.